Hallo meine Lieben, das ist eine Kartenlegung, in der ich spreche über Sternzeichen und du kennst ja natürlich dein Sternzeichen, du kannst synthetischen Tierkreiszeichen wählen, aber auch natürlich auch topischen, also westliche Astrologie oder auch indische Astrologie, aber möglicherweise du weißt auch von deinem Gegenüber das Sternzeichen. Kann aber auch sein, dass du erkennst dich in dieser Kartenlegung von der Situation, weil ich die beschreibe, um was es geht. Da es eine Kollektivlegung, kann sein, dass du mit Teil von dem allen Mitteilungen gehst in Resonanz oder auch gar nicht. Es sollte dir Impulse, Ideen, Anregungen geben, vielleicht auch Verschüttetes, was du nicht wahrhaben willst, nochmals betrachten, vielleicht auch ja, Impulse geben, die Situation von anderen Blickwinkel zu sehen. Bitte verliere nicht deinen Verstand mit den Karten, sondern nimm mit Erkenntnisse. Überleg, wie du die Situation für dich positiv gestalten kannst und was du aus der Situation das Beste machen kannst. Das ist ganz wichtig. Und Karten sagen auch natürlich Tendenzen, aber wir sind selber Erschaffer unseres Lebens. Die Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit ist immer A und O bei allem, was wir tun. Du von diesen Mitteilungen nimmst mit und überlegst, was das für dich Richtige ist oder auch nicht. Und du selbst auch entscheidest, was für Impulse du annimmst oder auch nicht. Das ist dein Leben. Und du bist Herr deines Lebens oder auch Herrin deines Lebens. So, weil es ist Kollektivlegung, natürlich nicht alle gehen in Resonanz. Ich bemühe mein Bestes. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement, Kommentar. Und liebe Männer, bitte ummünzen, weil ich lege so, als es wäre mein Gegenüber eine Frau. Ich lege so lange, wie lange ich habe Lust und Laune und wie lange die Karten mit mir sprechen. Um dann sozusagen, sozusagen dann aufhöre, wenn es mir, ja, entweder ich müde bin oder auch habe keine Lust oder auch Karten nicht mehr sprechen oder auch, ja, ich habe schlechteren Zugang, ne? Ich bin auch ein Mensch, ich koche auch mit Wasser. Ich habe auch nicht immer sozusagen guten Zugang. Manchmal habe ich sehr guten Zugang, manchmal nicht. Manchmal auch meine Intuition stark spricht, manchmal auch nicht, das ist so tagesabhängig. So, für wem sind diese Karten? Wer sollte eine Nachricht erfahren? Wassermann. Hier geht es um eine Reise. Du machst dir Gedanken über eine Reise. Du bist Wassermann oder dein Gegenüber ist Wassermann. Und hier geht es um eine Reise. Und daraus wird gesendet nach außen Mitteilungen, Nachrichten. Es geht um die Kommunikation, etwas Schönes. Also mitteilen, ich besuche dich oder auch ich erhalte den Besuch. Hier geht es um Kommunikation. Wir sind kurz vor Ostern. Vielleicht geht es hier heute um die Kommunikation betreffend Ostern. Sozusagen Reiseunternehmen in den Ostern, Osternferien oder auch sozusagen ich komme dann und dann. Na, also Unternehmungen. Reise nicht immer gleich, geht es um hier weit weg als Urlaubsreise, irgendwo in einem anderen Land. Das kann auch jemand besuchen, Familie besuchen, 50 Kilometer weiter oder auch im nächsten Ort. Sowas in die Art. Was mir gerade auch total schießt in den Kopf und lass mich nicht in Ruhe, Menopause. Entweder du bist in Menopause oder dein Gegenüber ist in Menopause oder jemand ist in Menopause. Ich weiß es nicht, warum. Also ich bekomme immer wieder Impulse, ich nicht immer auch mitteile alles in den Karten,
was ich sehe oder was mir für Impulse kommen oder Intuition wo spricht, aber ich kann auch nicht in solchen Kartenlegungen auch wirklich eingehen. Das ist ja auch keine Privatlegung, ne? Da kann ich mir eingehen sozusagen. So, das haben wir hinter uns. Bei diesem Besuch, Reise, Unternehmungen, um was geht es da? Was ist das für eine Reise, Besuch, Unternehmungen? Was wird dabei passieren? Was sind das für Kommunikation? Ah, hier gibt es auch Stress, Streitigkeiten wegen der Reise. Du siehst wie eine Reisekarte. Und wieder die Nachrichten, siehst du? Mit Sicherheit Nachrichten. Hier geht es um Zeit. Irgendwas ist bei dir oder deinem Gegenüber mit Zeit eine wichtige Rolle spielt. Das kann eine Minute sein, das kann eine Stunde sein, das kann einen Tag sein, hin und her verschoben mit der Zeit. Und hier geht es Streitigkeiten wegen der Zeit oder Diskussion. Nein, du kommst um 4 Uhr, mach dir keinen Stress mit der Familie, wird alles in Ordnung, lass uns doch was Schönes machen am Ostern, lass uns tolles was erleben. Sowas in die Art. Vielleicht auch Überredungsgespräche. Dass du jemand überredest, hey, das macht doch nichts. Was willst du dann die Ostern verbringen alleine? Sowas kommt mir als Impuls. Und du wirst mit Sicherheit Nachrichten ausschicken. Ich möchte jetzt wissen, wieso diese Person, dein Gegenüber, möchte diese Reise nicht wahrnehmen. Warum? Du brauchst diese Kommunikation, Diskussion, Überredung. Warum benötigt man diese Diskussion, Überredung wegen einer Reise? Weil hier geht es um Unfruchtbarkeit, Prozesse und Unbeständigkeit. Hier geht es irgendwas, möglicherweise die Familie ist ziemlich zerstritten, auch gerichtlich. Und da kommt es nichts voran. Und da ist immer ständig Wechseln, sozusagen. Ja, ich gehe auf jemanden zu, ich gehe doch nicht zu. Also möglicherweise hier geht es irgendetwas, wo möglicherweise wirklich gerichtliche Prozesse, aber es kann auch sein Prozesse, die in der Familie stattfinden. Verurteilung, Beurteilung, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Und hier fühlt sich jemand möglicherweise ungerecht behandelt. Und einerseits möglicherweise diese Person möchte zugehen, möchte Kontakt haben und möchte, aber es ist nicht fest entschlossen. Unbeständig, soll ich zugehen, soll ich nicht zugehen. Irgendwas ist stattgefunden, entweder wirklich gerichtlich, zum Beispiel um die ältere Person versorgen oder auch in der Familie, wo geht es um Recht und Gerechtigkeit. Das kann auch innerlich sein, also inneren Themen in der Familie. Erbe oder auch Verpflegung von jemandem oder irgendwelche familiäre Streitigkeiten zwischen zwei Schwestern. Hier ist wirklich alles gegeben, wo man gerecht und ungerecht behandelt sich oder fühlt sich behandelt. Und deswegen kommt auch diese Unentschlossenheit. Bei deinem Gegenüber oder auch bei dir. Also bitte gucken auf beide Richtungen. So, wie kann man diese Situation heilen? Und da wird mit Sicherheit Nachrichten geben, schriftliche Art, also WhatsApp und Co. Kommunikation ist mit Sicherheit gegeben. Was ist die Heilung? Wie kann man die Heilung hier erlangen in dieser Situation? Leidenschaften. Vielleicht auch akzeptieren, dass der Gegenüber ist leidenschaftlich, aber auch du leidenschaftlich bist. Oder auch eine Situation, in der viel Leidenschaft stattgefunden hat. Bitte nicht missverstehen. Wir verstehen immer Leidenschaft mit Sexualität. Aber Leidenschaft ist etwas, wo man mit ganzem Herzen dabei ist.
Und hier geht es mit ganzem Herzen, entweder du oder dein Gegenüber muss dabei sein, um dann Heilung zu bringen. Und das ist wirklich eine Herausforderung, weil hier ist Unbeständigkeit, hier ist etwas stattgefunden, was wirklich verletzend ist. Und diese Leidenschaft schafft Leiden, ne? Hier eigentlich wirklich geht es um Herzen, dabei sein. Vielleicht sollten wir anschauen, wieso hier gibt es Probleme mit Leidenschaft. Warum ist jemand hier ist nicht mit ganzem Herzen dabei? Oder warum kann man diese Heilung nicht annehmen mit ganzem Herzen dabei? Das wollte raus. Hier geht es um Familie, Heim. Etwas fließt in Heim. Heimwasser. Grundstück. Haus, Wasser, Grundstück. Haus, unter dem Haus Wasser, Grundwasser. Da ist irgendwas im Haus auf jeden Fall, hausliche Themen, familiäre Themen. Es fließt nicht. Hier geht es um Garten, um Grundstücke, um irgendetwas dieser Art. Oder auch etwas außer Hauses unternehmen. Hier die Leidenschaft. Da ist irgendwie, warum man mit der Leidenschaft nicht dabei ist. Vielleicht man, dein Gegenüber hat ein Problem mit diesem Haus, mit diesem Grundstück, mit fließen lassen in diesem Haus, lassen fließen in den Heim, also alles zu gehen. Vielleicht jemand hat hier wirklich Probleme damit, deswegen ist nicht mit ganzem Herzen. Vielleicht immer dieses Haus oder dieses Ort hat sehr viele Erinnerungen. Deswegen ist das mit ganzem Herzen nicht dabei. Und deswegen kann man das, diese Situation schwer heilen. Und die Heilung ist wirklich das Herz zu finden. Das Herz mit der Leidenschaft dabei sein. Wer führt diese ganze Situation hin? Was ist mögliche tendenzielle Situation? Reflektieren und anschauen deine gewisse Emotionen, auch deine Situation. Reflektieren. Es ist so, dass du und dein Gegenüber wahrscheinlich werdet reflektieren, diese Situation nochmals, also kommt nochmals auf den Tisch, möglicherweise entweder in den Ostern oder auch danach und irgendwas wird mit sich selbst auch vereinbart, angeschaut. Ich gehe davon aus, es ist mehr innere Themen als äußere Themen. Es ist gut, weil ich sehe, dass hier ist einiges stattgefunden, dass es nicht schön gewesen ist. Und da gibt es viele Verletzungen. Und das ist natürlich, dass jemand dann weigert sich oder möchte nicht mitkommen oder auch sozusagen was unternehmen. Das kann ich auch nachvollziehen. Dann ist das schwieriger, die Situation. So, wer möchte irgendwas heute noch erfahren? Also für mich war diese letzte Legung für Wassermann oder du oder dein Gegenüber, für mich ist das so, dass es als zerstrittene Familie ist, sehr zerstrittene Familie. Und da gibt es so viele Kränkungen und Verletzungen und Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, ne? So, wer sollte jetzt noch eine Nachricht erhalten? Ich ziehe absichtlich die Karten aus einfachem Grund, wenn ich schlecht sozusagen gemischt habe, kann passieren, dass dann kommen die Karten hoch, die ist sozusagen hintereinander. Aha. Stier. Ja.
Hier geht es um Stier. Hier geht es um meinen lieben Stiere. Stiere, ihr habt bessere Zeiten, bleibt bald im Mai. Haltet durch, bald ist dieser Wahnsinn vorbei. Diese Schwierigkeiten. Bleibt dran. Hier geht es um eine Frau, die ist sehr leidvolles Leben hat. Jemand, der durch Leid auch gereift hat. Möglicherweise diese Person ist auch irgendetwas Schwieriges durchmacht. Das kann gesundheitlich sein, körperliche Gesundheit oder auch seelische Gesundheit. Das kann auch Tragödien sein in Familie, im Beruf oder im Haus oder was alles so gibt es sozusagen. Und dieser Mensch akzeptiert diesen Leid. Und von dieser Person kann man sehr viel lernen. Kann man sehr viel mitnehmen. Weil annehmen negativen Schicksalsschläge ist unglaubliche Stärke. Wir alle, früher oder später, irgendwo, in irgendwelchen Bereichen unseres Lebens erleben Schicksalsschläge. Ob das ist im Studium, ob das ist in der Familie, ob das ist mit dem Partner, ob das ist mit den Kindern, ob das ist auf die Arbeit, wo unsere Hoffnungen, unsere Energie, wo wir so viel reingebracht haben, ist ein Verlust. Und dieser Mensch, da muss nicht eine Tragödie wirklich buchstäblich sein, mit Verlust und Leid, aber etwas, was diese Person wirklich mitnimmt. Es ist so, jeden hat so seine subjektive Sache. Den einen in Knie zwingt Familie, bei anderen Kinder, bei Dritten ist das Partnerschaft oder auch Trennung, Scheidung. Bei Vierten ist das vielleicht die berufliche Situation, Beförderung oder Kollegialität oder auch anderen Sachen, wo richtig mitnehmen. Dieser Mensch, diese Frau, ich gehe davon aus, dass es ihr ein Mann auch kann sein, akzeptiert diesen Schicksal, diesen Leid. Es ist so, dass du solltest aufpassen, wie du dieser Person gegenüber verhältst. Weil vielleicht glaubst du, dass du das richtig handelst. Indem du nach der Mutter möchtest, dass diese Person geht in Pötte und endlich etwas tut und kommt aus ihrem Loch raus. Ist das nicht. Hier geht es darum, dass du kannst jemanden noch mehr verletzen. Leid zu fügen. Oder auch wenn du bist Stier, dann siehst du irgendwelche Situationen in deinem Leben, in denen du akzeptierst diesen Leid und kann von außen du noch tiefer verletzt sein, weil man glaubt, dass du mit diesen Trauer besser damit zugehst. Jetzt bitte nicht missverstehen. Es gibt Situationen, man kann nicht sagen, nach Scheidung innerhalb von 3 Monaten wird alles Wunden geleckt und so weiter und alles picobello. Es gibt Menschen, die das mitnehmen, längere Zeit. Und von außen ist es übergriffig zu sagen, jetzt musst du in die Pötte kommen. Oder auch andere Dinge. Weil jeder hat seine Zeit. Und möglicherweise, du vielleicht denkst auch das Richtige und das auch möchtest auch tun, das Richtige, aber den gegenüber auch damit verletzen könntest, noch mehr reinwerfen in diesen Leid. Also bitte vorsichtig sein, weil das kommt alles nach hinten. Also wir schauen an, was ist das für ein Leid und was ist da, was sollte da noch getan werden oder nicht getan werden. Also jetzt kommen die raus, okay. Wenn die wollen raus, dann bitte. Hier geht es um eine männliche Person, Blockaden.
Transformation, in Aufwendigkeit Veränderungen. Vielleicht pochst du, dass diese Gegenüberperson ist blockiert. Blockiert mit Gegenüber. Wenn das ist eine Frau, dann ist es ein Mann. Vielleicht hier geht es auch, du bist blockiert in der Partnerschaft, in der Situation mit der Liebe und du durchgehst eine Transformation, ein Leid. Vielleicht auch dein Gegenüber, diese Person, die leidet momentan und akzeptierst diesen Schicksal. Da erwartet man die Transformation. Erwartet man. Und sagt, wieso blockierst du diese Situation? Warum bist du da, nicht gehst voran? Hier spielt auf jeden Fall eine männliche Person oder auch weibliche Person, bitte ummünzen, wie es passt, Blockade. Und hier, man möchte irgendwas, das man verändert in Öffentlichkeit. Mehr rausgehen, mehr was unternehmen, draußen sein. Natürlich, das sind alle gute Ratschläge, aber wenn dieser Mensch ist noch nicht so weit, dann wirst du eher Negatives erreichen. Wie kann die Heilung stattfinden? In dieser Situation, entweder bei dir oder deinem Gegenüber. Auf sich zukommen lassen. Nicht selber reagieren, falsch, nicht selber agieren, sondern reagieren. Also, wenn du bist in diese leidvolle Situation, dann reagiere darauf, wie andere verhalten sich. Oder wenn du bist jemand, der sagt, jetzt komm in Potte, dann agiere nicht. Lass die Person reagieren. Und wo führt es denn hin? Hier geht es, genießen die Reise. Vielleicht dein Gegenüber muss wieder anfangen genießen oder entdecken Aufbruch. Aufbruch ins Unbekannte. Aufbruch in irgendwohin. Genießen die Reise. Nicht das Ziel, sondern diese Unternehmung, diesen Prozess. Wenn die Person ist so weit, wird sie sich auf jeden Fall was tun. Wenn es noch längere Zeit vergeht, vielleicht braucht man fachliche Hilfe. Aber da sollte man auf jeden Fall aufrichtig sprechen. Wer sollte noch Nachrichten erhalten oder Informationen? Wer sollte noch Nachrichteninformationen erhalten? Waage. Liebe Wagen, ihr möchtet unternehmen, Reise, Urlaub, was auch immer, oder auch wirklich in Ostern jetzt fahren. Aber bei euch gibt es Probleme mit Geld, Schulden. Das solltet ihr dringend im Auge behalten. Hier sehe ich auch gelbe Briefe oder blaue Briefe? Briefe, wichtige Briefe. Wenn ihr unternehmt irgendwas, meine lieben Wagen, irgendwo verreisen oder vorbereiten auf die Reise oder Urlaub, da wird finanzielle Probleme geben. Danach erst recht. Weil hier ist irgendwas, hattet ihr nicht auf den Schirm und jetzt irgendwas, was ihr versammelt habt, ihr habt die Konsequenzen, negative Nachrichten finanzieller Art. So, tiefer eingehen in das Thema. Und was für finanzielle Probleme geht es denn? Welche Art finanzielle Probleme geht es denn hier? Finanzielle Sorgen, Kummer, Schulden.
Welche finanzielle Probleme gibt es denn hier? Durch die beruflichen Veränderungen. Vielleicht man musste von A nach B verändern, irgendwas, etwas zukaufen oder wenn du selbstständig bist oder finanzielle, also berufliche Veränderung. Vielleicht sattelst du um. Sattelst du um. Aber liebe Waage, das kann ich dir sagen, bald ist es ab 31. März, kommt der nach siderischem Tierkreiszeichen. Die Venus in Fische und in Fische Venus ist erhöht. Und das bedeutet, es ist sehr gute Zeit. Der fünfte Haus für Waage ist, geht um Arbeit, um Schulden. Also ich berechne alles im Kopf. Wenn du, vor allem, wenn du bist Aszendent Waage. Vielleicht hast du investiert beruflicher Hinsicht oder auch Veränderungen an der Arbeit gegeben hat oder irgendetwas und dadurch hast du die Probleme finanzieller Art. Ja, ist es Kommunikation gegeben oder gibt es Kommunikation auch die... Mit dem Chef gibt es Schwierigkeiten. Mit Machtpersonen gibt es Schwierigkeiten. Da ist nicht mehr die Harmonie, das ist wirklich schwierige Situation. Dass irgendwie deine Möglichkeit, bei dir gab es Veränderungen oder Veränderungen geht es allgemein und hier geht es um den Chef, die Situation. Du solltest diese Situation nicht überstrapazieren. Wir gucken, was ist das mit dem Chef oder Machtperson? Machtperson, vielleicht in Familie mit dem Vater, spielt eine Rolle oder Schwiegervater. Aber es kann auch sein, natürlich auch Ex. Dass da auch bei diesen finanziellen Sachen auch da spielt ein Ex. Und irgendwelche Zahlungen und dann noch Veränderungen. Oh, hast du hier 6 in Lotto mit Superzahl. Was ist hier mit der Machtperson? Was ist in Harmonie, familiäre Angelegenheiten mit Machtperson? Es wird gut. Es wird gut. Hier geht es um Anerkennung, seelische Verfassung, ziemlich wackelig. Hin und her ist, wie der Gott Würfel werft. Aber Endergebnis wird gut. Das, was hier passiert, wird Endergebnis gut. Sieht gut aus. Weil die Sonne ist dabei, der Zufall, Mond, hervorragend. Die Sonne ist die beste Lenormand-Karten. Ich lege die Karten nach Intuition, was mir gerade passt. So, wie wirst du diese Situation kannst noch heilen, in Heilung bringen? Natürlich, du musst dann auch gucken, wie du das managst. Aber es ist nicht alles sozusagen, ist nur Überweisung tätigen und so weiter. Worauf solltest du bei Heilung achten? Geduld. Du solltest geduldig sein. Diese Probleme, die du hast, die gehen vorbei. Bleib bei dir, bleib geduldig. Ein Schritt nach dem anderen. Das entwickelt sich von A nach B Stück für Stück. Einfach abwarten. Und schauen, wie passiert. Eins nach dem anderen abtragen. Und wo führt das Ganze hin? Ach. Glaub in Magie. Vielleicht auch sogar etwas unternehmen nachts. Nachtspaziergang. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, wo du wohnst. Vielleicht kannst du irgendwie rausgehen auf einen Feld oder in Abendstunden. Aber hier geht es auf jeden Fall um Vertrauen der Magie. In dem Sinne, es wird alles gut. Vertraue den Unmöglichen, Mögliche zu machen. Es wird alles gut. Bleib bei dir selber, sei geduldig. So, wer sollte noch Nachricht erhalten? Wer sollte noch eine Nachricht erhalten?
das wollte auch raus, ne? Zwillinge, hier geht es um Geld und Neubeginn. Meine liebe Zwillinge, ihr wollt durch eigene Leistung das Geld erhalten, was ihr verdient und was ihnen zurück zusteht. Und hier geht es wahrscheinlich auch um gute Summe. Und darüber macht ihr euch Gedanken, entweder du bist Zwilling oder jemand anders ist Zwilling. Und hier geht es wirklich durch eigene Leistung. Vielleicht auch sozusagen auch etwas, was einem zusteht und man glaubt, dass es zusteht. Hier geht es um seine finanzielle Situation verbessern. Hier geht es auch dabei um Neubeginn, Neues gestalten. Vielleicht hier geht es um Schwangerschaft. Vielleicht geht es auch darum, dass du hast jemand in deiner Nähe, der möglicherweise bald schwanger wird. Oder Neubeginn startet und hier geht es um das Geld für eine Schwangere. Vielleicht weißt du Bescheid, dass jemand schwanger ist. Und deswegen machst du dir Gedanken über Geld für diese schwangere Person zu geben, versorgen, aussorgen. Hier kann auch sein Neubeginn. Ich mache zwei. Was ist mit dem Geld durch eigene Leistung? Und was ist mit der Schwangerschaft Neubeginn? Hier geht es, weil du hast Brücken gebaut, weil du hast Entscheidungen getroffen für die Finanzen, wo du hast entgegengekommen, wo du hast sozusagen etwas getan, um etwas reinzubinden, andere Menschen in irgendetwas. Du hast kommuniziert, du bist zugegangen auf Kunden, auf Klienten, auf Patienten. Du hast zugegangen auf andere Menschen. Du hast einen Zeitraum von 6-8 Wochen Brücken gebaut, Netzwerke gebaut. Das kann auch sein, Netzwerke, wo du hättest gerne auch gewisserweise, ja, dass etwas auch zurückkommt. Wo du hast vielleicht jemandem Gefallen getan, weil du sagtest, hey, als Vermittlung, als Gefallen sozusagen, da und da könntest du dich bewerben. Da wird gesucht. Oder irgendetwas anderes. Connections miteinander verbinden. Bei mir kommt es irgendwie ein Impuls, irgendwie Gefallen tun und eine Nachricht mitteilen, irgendwie zwei Menschen vielleicht auch zusammenführen bei einer wichtigen Entscheidung. Und da möchtest du auch, dass es irgendwas auch bei dir auch abfällt. Zum Beispiel, du hast eine Fundsache gefunden, etwas gefunden wie Portemonnaie. Und natürlich hast du das weitergegeben an Polizei oder Stadt und so weiter. Und du erhoffst, dass da irgendwas, ja, ein kleiner Obolus kommt als Entschädigung oder als Dankeschön sozusagen. Das fällt mir gerade ein. Oder als Impuls bekomme ich. Was ist der Neubeginn? Hier ist Aufbruch zufällig, was du möchtest auch untersuchen. Du möchtest einen Aufbruch, Sehnsucht. Oder eine Reise, die plötzlich möchtest du unternehmen, was weiß ich, um die Häuser zum Stadtbummeln oder... Oder du möchtest Neubeginn starten in deinem Leben. Und du möchtest aufbrechen. Aufbrechen irgendwohin. Zufällig. Ach, ich lasse mich ganz einfach für alles, bin ich offen. Und ich dann sozusagen piekse, wohin ich will. Weil ich bin aufgebrochen. Auch wenn das ist nur ein kleines Betrag von 5 Euro, aber das ist irgendwie hier bei den Netzwerken, bei Entscheidungen und Netzwerke
Es ist alles, was mir durch den Kopf geht und Impulse bekomme. Bei dir aber etwas bedeutet es. Etwas Bedeutsames ist, mein lieber Zwilling. Du hast Netzwerke gebaut, du hast kommuniziert, du hast versucht, Brücken zu bauen, du hast auf andere zugegangen. Und du erhoffst, dass es dadurch auch irgendwie auch, ja, Leistung bekommt. Also eher finanzielle Leistung und es ist möglicherweise, ja, Geld, ja. Oder Gefallen auch zurückkommt. Und du möchtest wirklich aufbrechen in Neubeginn. Neues, Spontanes, Unverhofftes, zufällig, was du nicht mal weißt. Was du eigentlich solltest untersuchen und du machst sozusagen auf der Karte, da bin ich hin. Oder du machst so Zettel, aufschreibst und sagst, soll ich das unternehmen oder was sollte mir sozusagen als nächster Schritt sein und dann wirst eine Bene Mu, zack, sozusagen, jetzt kommt mir in den Kopf. So, die Heilung brauchst du nicht, aber du brauchst, wohin die Reise geht, wohin diese Abenteuer, diese Unternehmung geht. Hier geht es darum, dass du entdeckst deine Wege. Also nicht das Ziel, sondern der Weg. Du wirst sozusagen deiner, ist auch, ja, auch Stabilität und Sicherheit, also dass die Erdung auch bekommst wieder. Dieses Unternehmungen, was du ist, du bringst Stabilität, Sicherheit. Dieses Neubeginn. Irgendwas Neues starten. Vielleicht brauchst du irgendwie als Fundament für Neues. Neuen Boden für deine Ideen, für deine Kreativität. Und vielleicht geht es hier, dieses Geld ist als Boden für neue Pläne, neue Projekte, neue Ideen. Und du brauchst diesen Boden. Du weißt es noch nicht richtig genau. Du lässt dich aber nicht aufhalten. In der Tiefe beobachtest du deine Wege. Du wirst Erkenntnisse bekommen von dem, was hier passiert. Die werden dir mit Sicherheit auch mehr Informationen zeigen, wohin deine Reise geht, auch wenn du hast null Plan. Vertrau auf die Obermacht. Wer sollte noch was erfahren? Gibt es noch jemanden, der erfahren etwas heute? Also die Karten vibrieren noch nicht. Oder nicht. Aber schauen wir. Aha. Doppelt. Hält besser. Nochmals versammeln. Hier geht es in Unternehmungen. Unternehmungen, was du möchtest planen, was du überlegst, vielleicht auch, ja, deine Unternehmungen, du machst dir wirklich Gedanken über Unternehmen. Aber bei dieser ganzen Sache geht es auch darum, dass es zwischen zwei Menschen dritte Person steht. Hier geht es nicht um gleich um die Untreue, meist Gott nicht. Das kann sein zwischen dir und deiner Kollegin, dritter Person mischt rein und stachelt. Es kann sein, dass die dritte Person macht Unruhe mit subtiler Art. Oh, hast du das gesehen, Claudia? Die hat neue Klamotten. Hast du den neuen Auto gesehen, von was will sie das bezahlen mit ihrem Gehalt? Sie ist doch überschuldet. Hast du ihren neuen Freund gesehen? Das ist Stichelein. Stichelein, aber nicht zu dir, sondern zu anderer Person. Und hier jemand wirklich auch macht Unruhe oder auch eher so. Ja, Claudia hat gesagt, du arbeitest nicht gut. Du machst das nicht in Ordnung. Du bist unpünktlich.
deine Arbeit ist einfach beschissen. Aber weißt du, das kommt ja nicht von mir. Hier ist dritte Person, die wirklich aus Neid und Eifersucht handelt. Hier ist dritte Person, die Stiche ist subtile Art. Und du machst dir Gedanken über diese Person oder auch bist auch selber in diese Person, wo du sagst, ich muss jetzt zurück ein bisschen schlagen, ein bisschen piesacken, ein bisschen zurückschlagen. Ich sage dir gleich, das geht nach hinten los. Natürlich ist es, muss man auch sozusagen auch Grenzen setzen, aber denk daran, wenn du und deine Kollegin oder du und deine Freundin und die dritte Person, egal wer auch immer das ist, piesacken kann und Unruhe stiften kann, dann bei der anderen Person oder bei dir gibt es den Boden. Den Boden gibt es. Keine dritte Person kann irgendwo zwischen zwei Menschen irgendwas Unruhe stiften. Da gibt es dafür Boden und diese Person gibt nicht nur die Samen oder auch du, sondern auch noch gießt rüber. Wenn du bist diese Person, bitte ganz überleg dir, wohin das führt. Wohin diese Beziehung zu dritt wird entwickeln. Egal in welcher Art, ob das ist Freundschaft, Bekanntschaft oder Familie, ob das ist auf die Arbeit oder keine Ahnung was. Wohin führt es? Weil meistens Menschen nicht machen Stopp und sagen, okay, ich gehe jetzt in Reflexion und anschaue die Situation und überlege, was da ist gelaufen, wieso diese dritte Person dazwischenstechelt. Natürlich, es gibt total kranke Menschen, die brauchen immer wieder etwas dazwischenstechen. Weil die sind gekränkt, es ist nicht missverstehen. Es gibt wirklich absichtlich kranke Menschen, also zum Beispiel Narzissmus oder Soziopathen und so weiter. Die brauchen diese Unruhe. Und es gibt Menschen, die einfach sind gekränkt, weil du die nicht siehst, weil du nicht mit denen viel unternimmst, weil die eifersüchtig auf deine Freundschaft sind oder auf deine super Zusammenarbeit mit deiner Kollegin oder wie auch immer. Und deswegen möchte ich auseinanderbringen. Und manchmal ist das wirklich nur, oder man eigentlich auch einbildet irgendwelche Kränkung. Oder denkt, dass es eine Kränkung ist vorhanden. Dass du etwas gesagt oder getan hast und vielleicht ist das nicht wahr. Weil vielleicht, wir aufnehmen auch die Situation unterschiedlich nach Laune. Und vielleicht ist es in den beschissenen Tag, diese Mitteilung von dir oder ein Wort ist im falschen Hals angekommen. Passiert uns allen. Aber diese dritte Person, die diesen Unruhe und Co. stiftet, handele nicht. Piesacke nicht, weil dann ist es, wird entwickeln nicht Gutes. Ich weiß, manchmal ist es auch uns allen, ist es irgendwie, die Tasse voll ist und dann irgendwann reicht es. Aber das sollte nicht machen. Wenn es geht, nicht machen, weil man dann gibt nächsten Boden für nächste Situation. Und zwischen zwei Menschen kann keine dritte Person dazwischen funken und Unruhe stiften, wenn alles funktioniert. Wenn der Boden ist nicht gegeben, gibt es auch keine sozusagen Situation dafür. Da muss etwas sein. Wenn du gehst in Resonanz und bist Wassermann, bitte wirklich überlege es dir. Das kommt nach hinten los. Das sage ich dir gleich. Wenn du möchtest jetzt für nächsten kommenden paar Monaten, Wochen neuen Herausforderungen haben, bitte. Aber ich glaube nicht, dass vernünftige Menschen brauchen es. Lass es 5 Grad sein. Wir schauen tiefer. Was für Negatives ist das, diese Situation mit dritter Person? Was ist dieses Negative mit der dritten Person? Hier geht es um langen Zeitraum in Familie und häusliche Situation. Hier geht es um familiäre Themen, um häusliche Situation. Da ist irgendetwas, was über lange Zeit ist stattgefunden oder stattfindet oder eine Rolle spielt bei diesem Ganzen.
Entweder geht es um bei deinem Gegenüber, also mit dem du gut verstehst, um lange Familiengeschichten, zum Beispiel Pflege oder auch Trennung, Scheidung oder keine Ahnung was. Oder auch Kinder und was so alles noch gibt es, Verwandte und so weiter, Themen. Und hier geht es Sorgen, Kummer, Aufregungen, etwas knabbert. Oder auch bei dieser dritten Person, dass diese Person geht es um eigene familiäre, häusliche Situation. Im Hintergrund. Vielleicht man wird nicht gesehen als gute Hausfrau. Eine vorsorgliche Mutter, gute Partnerin, gute Schwester, gute Person, die stabil ist, also stabil und Geborgenheit gibt über lange Zeit oder emotionale Nähe gibt. Zum Beispiel, wenn das ist irgendwie Arbeit in der Pflege oder auch Krankenhaus, da ist vielleicht jemand verletzt, weil man nicht sieht, oder falsch einschätzt, dass dieser Mensch ist empathielos, gibt nicht Geborgenheit oder Gefühle, Gefühle der Stabilität und Entgegenkommen, diese mutterliche, häusliche, familiäre Gefühle von jemandem. Oder wahrnimmt irgendwas nicht. Und hier gibt es Verluste. Hier jemand knabbert, ob das ist deinem Gegenüber, dir oder die dritte Person, hier knabbert etwas. Und hier spielt auch eine Person, eine vierte Person noch eine Rolle. Ich glaube, das ist eine längere Geschichte oder ist es größere Geschichte, was es hier geht, was am Männer. Falls ihr da in Resonanz geht, das ist eine größere Situation. Du solltest wirklich aufpassen, nicht das über die Tasse laufen gehen, weil dann es geht richtig nach hinten los. Aber hallo, aus einfachem Grund, wenn es ist schon zwei ist zu viel, also zwei reicht es, drei ist schon zu viel, vier, aber hallo. Vielleicht geht es hier noch um die vierte Person, einen Mann oder anderes Geschlechts. Vielleicht geht es hier um Partnerschaft, Sicherheit, jemand, der Türen öffnet, jemand, der etwas Sicherheit, Geborgenheit, Schlüssel zu etwas gibt oder wirklich Schlüssel zu etwas, ob das ist Beförderung oder Schlüssel für Wohnung, Heim oder Familie oder irgendwie ausschlaggebend ist. Hier geht es auch um die vierte Person. Und deswegen, wenn du gehst in Resonanz, mach keinen Stress, sonst hast du einen wirklich Abenteuer aller Güte. Wie kann man diese Situation heilen in diese Dreiergespann? Anschauende Zirkus, also es ist immer bestimmte Sachen anschau, also es gibt immer Sachen, die gehen wie Anfang und Ende, Anfang und Ende, Anfang und Ende oder Kreise machen. A, B, C, D, E, F, G und A, B, C, D, E, F, G. Hier geht es um ein aus einem Kreislauf möglicherweise anschauen oder auch ausbrechen. Wie du mir, so ich dir, nach dem Motto. Und wohin geht diese Abenteuerreise hin? Wohin Tendenzen? Hier geht es um diese, sozusagen die ganze Geschichte geht es darum, reflektieren, revidieren, in sich anschauen, inneren Erkenntnisse bekommen. Hier geht es Wachstum. Durch diese Situation kannst du Wachstum haben. Du kannst etwas reflektieren, anschauen, betrachten und auch wachsen in deinem Inneren. Mehr als nach außen. Und wenn diese Situation ist so kompliziert, bitte verstehe alle drei Seiten oder vielleicht sogar noch vierte Seite. Weil das ist wirklich, also von meiner Erfahrung, kann sehr schlecht enden und es kann passieren, dass du noch tiefer wirst verletzt. Schau genau, nicht nur ich, meins, sondern auch, warum die andere Person auch lässt sich sticheln, warum jemand mitnimmt diese Energie, warum ist es da, Boden ist gegeben, warum diese dritte Person ist es im Bunde, was diese dritte Person will, warum will deine
sozusagen deine Gegenüber, du und die dritte Person. Was hier ist in diesen drei, genau betrachten, Bedürfnisse, Gefühle, Verstandsebene, was ist passiert. Nicht nur ich. Auch wenn dich verletzt und die Person verletzt, hier geht es noch jemand. Und wenn hier funktioniert alles, dritte Person kann nicht stechen. Und vierte hat auch keinen Zugang. So. Das ist meine Kartenlegung für heute. Wenn euch gefallen hat, freue ich mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Bleibt in der Mitte. Wenn euch etwas mitnehmen könnt und Impulse mitnehmen, das ist super. Ansonsten wünsche ich euch wunderbare Zeit. Bleibt gesund, bleibt in der Mitte. Und bis bald.